Und willkommen zurück zu Let's Play Day of the Tentacle. Letztes Mal sind wir hier stehen geblieben und wir haben jetzt hier die Decke von dem Kerl bekommen. Da waren wir da drin. Ja, wir haben die Bürste. Nichts zum Saubermachen da. Also, ja. Stimmt, da fehlt noch ein bisschen was. Und ja. Jetzt müssen wir die Treppe hoch. Echt geil. Da hab ich unterdessen. Wie wäre es mit einer Bestimmung, dass der Präsident ein Mensch sein muss? Bitte, wir versuchen ernsthaft zu sein. Tja. Okay, hast ja recht. Ja, super. So, dann machen wir mal die Zimmer auf, öffnen. Ah ja, das war das. Dann müssen wir einfach hingehen, schauen wir uns mal Bett an. Ich nehme an, hier schläft George Washington. Ja, dann. Nutzen wir das Bett einfach mal. Noch irgendwas außer Georges Bett? Nö. Ja, ja, Kordel. Ich wette, die ist für den Diener, wie im Fernsehen. Ja, benutzen wir die doch einfach mal, ne? Toll. Hier bin ich, immer mit der Ruhe. Entschuldigung, Mr. Washington. Junge, was für eine Unordnung. Jetzt trägt ich schon eine Brille. Ne? Hallo, Lady. Ja, Mr. Washington. Mein Name ist nicht Washington, er ist Hoagie. Ha, das ist witzig, Mr. Washington. Man stelle sich vor, benannt nach einem Sandwich. Sandwich? Hä? Nein, ehrlich, ich bin nicht Washington. Sie sind George Washington. Beruf Gründungsvater. Das steht so beim Einwohnermeldeamt. Aha. Steht da. Ist Gründungsvater wirklich ein Beruf? Ehrlich gesagt, nö. Das ist nicht mein Zimmer. Nö, ist jetzt mein. Nun, Sie haben hier ein ziemliches Durcheinander verursacht. Keine Chance, mich reinzulegen, Mr. Washington. Na gut. Wisst ihr was? Wir gehen einfach nach. Du hast recht, ich bin Washington. Ich wusste es. Ja klar. Noah? Hast du auch Putzzeug? Wie die meisten Putzfrauen habe ich es auf meinem Wagen. Im Gang. Mach ruhig weiter mit deiner Arbeit. Das klingt doch gut. Ja, es gibt viel zu tun. Jetzt müssen wir uns beeilen. Denn wir müssen jetzt hier die Seife rausnehmen, ehe die alte fertig ist. Weil sonst denkt die, kommt die und dann müssen wir alles dann normal machen. So, jetzt können wir die Seife nämlich mit dem Eimer hier voll machen. Das Wasser ist jetzt seifig. So, brauchen wir aber nachher erst, also noch nicht. So. Ja, ja, die Fahne kommt ja gleich dran. Ich arbeite so schnell ich kann. Kein Problem, lass dir Zeit. Erzähl mir nicht, das ist schon wieder ein neuer Entwurf für die Fahne. Ich habe einen anderen Entwurf für die Fahne. Ich wusste es. Was haben unsere Gründungsväter jetzt wieder ausgebrütet? Also mit der werde ich jetzt nicht sprechen, weil das, bringt jetzt wir wirklich. Wir brauchen ein Mädel im Lederbikini mit einer Breitaxt. Ja, das war gut. Oh, was für ein Dreck. Inzwischen würde ich einfach alles tun, nur um damit fertig zu werden. Ach ja. Leg den Plan auf den Tisch und ich schaue es mir an, wenn ich hier fertig bin. Ja, die junge Frau werden wir nachher noch, brauchen. Aber im Moment noch nicht. Schauen wir mal, das Muster. Sterne und Streifen. Dumm, dumm, dumm. Dumm, hey, dumm. Nicht kritisieren, bevor du nicht was Besseres hast. Wieso, das ist die klassische amerikanische Flagge. Die mag ich. Zu spät. Die wurden schon abgelehnt. Daraus könnte man ein Mords-T-Shirt machen. Das hätte, würde eher zum Vietnam passen. Das Ding noch gedreht. Ah ja, ja. So, was haben wir hier? Was war hier nochmal? Ach, das war... Na, auf jeden Fall den Wein brauchen wir. Drachenplane. Ach, das ist Franklin. Ich verstehe nicht, wie sowas fliegen kann. Das ist Franklins Zimmer, Bens Bett, genau. Sieht aus, als hätte er hier viel Zeit verbracht. Jo. Hey, was ist das da auf dem Plan? Sieht aus wie eine Geheimbotschaft. Oh, doch nur ein Kaffeefleck. Ja, super. Naja, so.
Oh, Pferdchen. Hi, Pferd. Selber Hi. Kann er sprechen? Ups, du kannst ja sprechen. Hey, das kannst du auch. Was für ein Zufall. ja. Saban konnten Pferde reden. Ich dachte, Pferde könnten nicht sprechen. Vielleicht wollten sie auch nur nie mit dir reden. Schon mal daran gedacht? Nö. Du meinst, die Pferde haben mich mein Leben lang reingelegt? Wenn du es so formulieren willst. Das ist das Trick, eine Art Trick? Keine Magie. Ich bin nur ein Pferd. Aha. Ich bin nur ein Pferd, okay. Ah, hat schöne nette Zähne, ne? Danke. Ich habe auch viel dafür gezahlt. Ja. What? Habe ich schon erwähnt, dass deine Zähne toll aussehen? Danke auch. Also ja. Was macht ein Pferd wie du an einem Platz wie diesem? Hey, ich wohne hier. Was willst du hier? Ich will zurück in die Zukunft, um die Welt zu retten. Die Zukunft, ja? Und ich dachte, Franklin wäre verrückt. Ja. Nun, ich muss gehen. Bis später. So. Jetzt ist es so, wir brauchen die Zähne von dem für später für Laverne. Die werden wir nachher auch noch freischalten. Aber dafür haben wir von Bernhard bestimmt zum Glück das Textbuch geholt. Und reden wir mit dem. Der LALR-Übersetzer ist wie folgt konstruiert. Zuerst eine elementare elektrische Struktur. Wenn die Einzelteile NP komplett sind, kann der Krungo-Faktor ignoriert werden. Bla 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 bla. Puh. Ja, das ist auch zum Arsch. Aber jetzt kommen wir zumindest an die Zähne dran. So. Bäh. Bäh. Also die Häuser sind eigentlich komplett identisch zu den anderen. Nur halt, man sieht die, scheinbar aus anderen Blicken, gut, das sieht man auch. Aber wenn man jetzt hier reingeht, in dem Haus, das ist ja sonst die andere Tustrin gewesen. Aber da ist die Tür. Die Frage ist, welcher ist Styropor und welcher ist der echte McCoy? Ich möchte bemerken, dass wir beide echt sind, aber keiner ist McCoy. Wir sind Edisons, Ned und Jet. Wer ist wer? Ist das wichtig? Unser Vater kann uns auch nicht unterscheiden. Er weiß nur, dass einer von uns Linkshänder, der andere Rechtshänder ist und dass wir beide nicht in seine Fußstapfen treten werden. Halt still, Jet. So, ich traue mich kaum zu fragen, sind Sie der Marmorlieferant? Oder das Model? Komm mal sagen, wir sind das Model, ne? Ich bin das Model. Soll ich mich jetzt ausziehen? Scheiß Fliege, verpiss dich. Nein, nein, das solltest du ganz bestimmt nicht. Oh. Bei deiner Figur hätten wir Probleme. Außer wenn wir zwei Marmorblöcke zusammensetzen würden. Aber dann hätte dein Abbild einen Sprung. Macht nix. Den hab ich eh. Rufen Sie uns nicht an. Wir rufen Sie an. Wie soll das denn gehen? Ihr habt doch noch kein Telefon. Oder ihr habt nirgends das Telegraph. Ich bin der Lieferant. Kann ich hier abladen? Zurzeit haben wir ausreichend Medium. Daher danke. Nein. Wieso fragst du dann, was ich, wieso fragst du mich dann nach, das Marmor? Das ist nicht Medium. Das ist das extra starke Zeug. Verschwinde bitte. Wir Künstler reagieren sehr sensibel auf Leute wie dich. Welche Art Leute? Fette, dumme Leute. Was? Bin kein Marmorhändler, aber hartes Zeug ist mein Leben. Ich bin sicher, das ist da, wo du herkommst, mächtig witzig. Wo genau kommst du her? Aus der Zukunft. Klingt das nicht gruselig? Hui, buh, die Zukunft. Ich komme aus der Zukunft. Aufgepasst. Mann, es wäre so schön, wenn du nicht mehr hier wärst. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe euch nicht gestört. Was wie?
zu spät. Ja, tut mir leid. Ja, also, was ich sagen wollte mit den Räumen, das sind eins so ziemlich identisch wie auch jetzt in der Gegenwart, nur jetzt, man hat andere Kamerawinkel. Wie jetzt hier, ist die Tür da hinten, bei Bernhard ist die rechts. Ich kann ja mal da hingehen gerade. Wo hatte ich da, ja, ist alles so. Geh mal her. Gib Gas, Bernhard. Deswegen hat man den Hamster schon in die Kühltruhe gepackt. Ich glaube ja, ne? Ich meine ja. Weil jetzt hier war ja George Washington, hier war das eine, dann war Franklins Zimmer. Also wird noch identisch. So, hier war der Pferdestall. Und hier, wenn wir jetzt hier reingehen, wie gesagt, ist das hier. Hier rechts. Naja, so, auf jeden Fall erstmal zurück zu Hoagie. Wir müssen leider dieses schöne Kunstwerk. Ich will nicht. Dieses schöne Kunstwerk zerstören. Da muss man die Hammer tauschen. Gerade mein Waffensatz, der wieder ablegt. Zack. Zack. Oh nein! Ich hab's verlernt. Oh, Alter. Oh, wo ist nur die Muse hin, die einst meine Hand so künstlerisch führte? Muss die Inspiration so flüchtig sein? Kunst so grausam? Kaputt. Jetzt glaube ich, Mama, ihr braucht. Ich bin ein Versager. Sag das nicht nett. Vater hatte recht. Wir Edison sind Wissenschaftler, keine Künstler. Lieber Bruder, wir müssen stark sein in diesen Zeiten der Missgeschicke. Warum lässt du mich nicht einfach mal eine Weile hämmern? Ich räume diesen Müll weg und fange neu an. Du ruhst dich aus, trinkst einen Cappuccino. Tö. So, jetzt ist der andere nämlich dran. Ich bin froh, dass wir getauscht haben. Jetzt sieht die Statue in der Zukunft auch anders aus. Ich glaube, das könnte etwas werden. Nämlich da. Zack. Und schon haben wir die Zukunft geändert. War nicht schlecht, ne? Können wir doch theoretisch auch wieder hingehen und... Komm. Nein, das würde die Jungs verrückt machen. Na egal, wir gehen jetzt erstmal wieder raus und nach oben. Der Fels schläft immer noch. So, dann nehmen wir nämlich hier die Farbe mit. Und können jetzt mal hier die Bette benutzen. Sehr spartanisch. Wir müssen halt an die Gummimaus gehen, aber Problem ist, wir können... Die Katze. Hoppla. So, jetzt müssen wir nämlich erstmal hier... Die Dinger mal so benutzen. Lang. Jetzt müssen wir mal... Wie ist denn der Matratze mit Jets Bett? Da muss man nämlich aufpassen, dass man wirklich die Matratze anklickt, nicht das Bett. Und die Fliege geht mir auf den Sack hier. Hört sich an, als hätte die Katze eine Maus gefangen. Puh. So, jetzt können wir hier die quietschende Matratze benutzen. Und nehmen wir hier das Ding. Schauen wir die Maus so. Hier sind wir hier soweit eigentlich auch ganz fast durch. Schauen wir erstmal durch das Fenster raus. Und können die Decke an den Kamin. Mit dem Kamin benutzen. Und wechseln so. Wunderbar. Okay. Wer war der Idiot, der das Feuer gemacht hat? Hehehe. So, jetzt können wir wieder runtergehen. Und jetzt kommen wir nämlich an die goldene Feder dran. An die wir vorher nicht dran gekommen sind, weil die immer dann gesagt haben, nee, lass uns gefängt unsere Feder da, die brauchen wir. So. Dann mal muss der hier immer noch rauchen. So, nehmen wir jetzt mal die Feder und verschwinden. Sieht ziemlich sauber hier drin aus. Sag, hast du die Feder mitgenommen? Nein, ich. Da steckte eine Decke im Kamin.
Sohn, weißt du irgendetwas über eine Decke? Hatte der Typ neben dir nicht vorhin eine? wir sehen uns später. Ja, jetzt haben wir nämlich die goldene Feder, die kann man auch dem Typen geben, aber vorher müssen wir noch hier zu Jefferson gehen und ihm die Weinflasche geben. So. Danke, das ist genau das, was ich für die Zeitkapsel brauche. Ich vergrab sie heute Nacht, dann ist sie für Jahrhunderte sicher. Zukünftige Generationen stehen in deiner Schuld. Ja, glaub ich auch. So, sonst können wir jetzt wieder mal sehr viel machen. So. Was das? Diese Gründungsväter machen mich verrückt. Alle paar Minuten ein neues Fahnendesign. Sobald ich mit diesem Ding fertig bin, mache ich ihnen eine Fahne, ob fertig oder nicht. Ja, schön. So, jetzt brauche ich, ich könnte jetzt schon Laverne fragen, aber ich will jetzt erstmal noch mit Bernhard machen, weil jetzt können wir nämlich die Alte die Treppe runterschmeißen. Wie sagt man so schön? Wenn du die Welt retten willst, musst du ein paar alte Damen die Treppe runterschmeißen. Naja, glaube ich, so nett wirklich dran. So, auf jeden Fall können wir jetzt hier das Videoband reinsetzen. So, und jetzt können wir hier den Monitor benutzen. Besser nicht. Benutze. So, jetzt müssen wir hier erstmal aufnehmen. Zack. Upsa. Mal gucken, wie das funktioniert. Rekord. So. Wunderbar. Wunderbar. Dr. Fred Edison, Steuerfahndung. Bitte kommen Sie mit. Wir würden gerne mal Ihre Bücher einsehen. Oben. So, jetzt können wir das Ding zurückspulen. Wir müssen hier auf EB schalten, damit es langsam läuft und dann sehen wir die Nummern. 101 999 57. Okay. Also Zeitlupe. Wunderbar. Dr. Fred Edison, Steuerfahndung. Bitte kommen Sie mit. Ach, Gott sei Dank. So, dann können wir hier verlassen. Und jetzt können wir uns den Brief unten holen. So. Einmal Gas, vielleicht kommt mal Gas, ja. Naja, ja. So. Wäre nämlich erledigt dann. So. Dann benutzen wir mal den Safe. Besser nicht. Der Safe ist geschlossen. Öffnen wir ihn doch einfach. Mal sehen. 101, 999, 57. Jetzt können wir den Vertrag nehmen. So, jetzt können wir mal von mir aus mal anschauen. Die Gruppe aus dem ersten Teil soll hiermit bekannt sein als ein verrücktes Genie. Hehe. So, jetzt geh mal hin und steck den Brief zu Hogi, der dann so, hier erstmal müssen wir den Vertrag mit der Briefmarke benutzen und können das Ding in den Briefkasten werfen. Das ist nicht gut. Er ist nicht unterschrieben. Also ja, haha. Naja, muss er doch wieder zurück. Dann muss Dr. Edison jetzt noch unterschrieben werden. So. Okay, Leute, dann würde ich sagen, warte für heute. Ich denke mal, morgen werden wir uns dann um Laverne kümmern, die kommt, damit wir die spielen können. Und dann würde ich sagen,
bis zum nächsten Mal. Ciao.